Herzlich willkommen zurück zu Stardew Valley. Ich bin die Miri und wir haben erstmal den Kaktus daneben gegossen. Und wir sind zurück auf dem Chaoshof, wollte ich eigentlich sagen. Morgen wird wieder gutes Wetter. Heute sind die Geister neutral gesinnt. Leben vom Land. Hier eine Idee. Züchte einen Wildbaumobstgarten heran, bringe an all diesen Bäumen Zapfhähne an und ernte den wertvollen Sirup. Oder auch nicht. Mach, was du willst. Ja, okay. Morgen hat Demetrius Geburtstag. Demetrius ist aber, glaube ich, einer von denen, denen wir nichts mehr schenken müssen. Ja. Da sind wir schon fertig. So, kurzer Blick in den Keller. Ich glaube zwar nicht, dass jetzt schon was fertig ist, aber naja. Wir müssen auch nicht jeden Tag darunter gucken. Das läuft uns ja nicht weg. So. Ja, dieser Baumhain hier hinten ist natürlich auch schon ganz schön heftig geworden. Also diesen Baum werde ich jetzt schon mal direkt weghacken. Der stört. Ist ein bisschen eigenartig, wo das Holz jetzt gelandet ist, aber naja. Gut, wir machen die Runde. Was ist hier im Weg? Ein Baum natürlich. Viel Müll, aber auch ein Hummer. Den Müll hier rein, mein Köder hier hin. Dann das. Boah. Ja, gut, dass ich so viele Blitzableiter schon gebaut habe. Ich meine, das ist natürlich eine lustige Art, irgendwie an Batterien zu kommen, ne? Naja. Denke ich nicht so viel drüber nach, ehrlich gesagt. Dann das hier noch. Die bleiche Brühe. Ja, und ich würde gerne heute zuallererst mal angeln gehen. Bevor wir irgendwas anderes machen. Ich suche gerade nach was. Ich suche nach dem Teleport-Totem. Wo könnte das hingekommen sein? Totem Strand. Und für den Fall der Fälle nehme ich mal was für zu Hause auch mit. Und dann, gibt es jemanden, den ich mal beschenken würde? Vielleicht den einen oder anderen. Nicht so viele. Ich möchte es ja nicht übertreiben, aber ich möchte gerne mit unseren Single Ladies weiterkommen. Also mit meinen festen Freundinnen, wollte ich sagen. Also vor allem Hayley bräuchte noch mal ein Geschenk. Lea. Habe ich für Lea hier irgendwas? Das ist wieder diese alte Frage. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass ich hier irgendwas für sie habe. Ja, dann muss sie warten. Ich werde jetzt nicht hier groß auf dem Hof rumlaufen. Doch, ich habe noch einen Ziegenkäse, das passt. So, wir könnten vielleicht Louis treffen, nehme ich mit Pepperoni mit. Ja, George. Auf jeden Fall für Penny was. Ja, Willi. Oh, Willi könnten wir vielleicht treffen. Willi mag Met. Ist auch ganz gut, wenn wir schon mal gerade da unten sind, dann haben wir vielleicht noch ein paar andere Sachen. Ein paar neue Sachen. So, das ist der Teleport zum Strand. Den möchte ich benutzen. Didum. Was ist denn jetzt los? Ach so, Zwischensequenzen. Oh, hi. Hans, richtig? Wie oft hast du mit mir schon gesprochen? Ich genieße einfach nur dieses großartige Wetter, Hans. Hey, mach schon. Oh Mann, ey. Hä, netter Versuch. Fangen kann unser Junge nicht so. Ich werde der erste professionelle Gitterballspieler aus dem Sternentautal. Davon bin ich überzeugt. Ich habe schon mein Schulteam bis zur Regionalausscheidung gebracht. Jetzt trainiere ich und werde stärker, um einen
Platz in der Aufstellung der Zuzu-Tunnelers zu ergattern. Wart's einfach ab. Ja, ich glaube an dich. Danke, Hans, das werde ich nicht vergessen. So, mehr gibt's hier nicht, sehr gut. Dann werden wir einmal hier drin graben und dann, denke ich, werden wir erstmal eine Runde angeln gehen. Wir waren schon lange nicht mehr. Ich bin total unvorbereitet. Sekunde, Leute. So. Da sind wir. Und werden mal wieder fischen. Ich war schon so lange nicht mehr. Gefühlt zumindest. Also ich weiß, wir waren irgendwann letztens. Aber am Meer waren wir schon echt lange nicht mehr. Es gibt ja einen letzten Fisch, den haben wir im letzten Sommer nicht mehr fangen können. Ihr erinnert euch vielleicht, dass ich da in den letzten Tagen vom Sommer noch versucht hatte, den Oktopus zu fangen. Und der wollte und wollte nicht rauskommen. Und jetzt hoffe ich, dass ich dieses Saison etwas mehr Glück habe. Bis 13 Uhr habe ich Zeit. Ich bin mal gespannt, ob ich Glück haben werde. Das sah schon mal nicht so aus. Nee, das ist ein Heilbutt. Ich glaube, das ist auch kein Oktopus. Nee. Hm. Den Schatz hätte ich schon ganz gerne. Man weiß ja nie, was da drin ist. So. Flunder mit Stein, Kupfer, Geode. Hm. Aha, einmal Köder. Also ich sehe leider schon kommen, dass wir noch ein paar Mal hier morgens kommen müssen zum Strand, um den Oktopus zu angeln. Ich hatte ja auch schon mal versucht, auf unserer Farm das zu schaffen, aber da kam der auch nicht raus. Deswegen hatte ich jetzt gedacht, ich muss vielleicht ans echte Meer, um da ein bisschen mehr Glück zu haben. Aber offenbar, ups, offenbar nicht. Noch eine Flunder zusammen mit wilden Köder und einer seltenen Scheibe. Oktopus, komm heraus. Ja, der hat zumindest schon mal ein bisschen mehr Speed hier drauf.
war klar. Ah, das war aber der Kugelfisch. Halbe Stunde noch. Für den guten Oktopus. Wir haben ja eigentlich sogar einen Köder dran, der heißt, dass die selteneren Fische schneller rauskommen sollen. Ich hätte jetzt gedacht, dass der Oktopus da drunter fällt. Aber, naja. Bisher keine Chance. Oder kommt der nur bei Regen raus? Das wäre irgendwie ungut. So, 13 Uhr, kein Oktopus. Ein Jammer. Ja, aber ich meine, der Trip zum Strand war natürlich nicht ganz sinnlos, denn es gibt ja noch eine weitere Sache. Willi hat uns ja informiert, dass er was Besonderes hat. Jetzt sehe ich aber hier jetzt noch ein bisschen Geblubber. Lasst uns das vielleicht nochmal kurz wegangeln. Willi hatte uns ja erzählt, dass, also vor längerer Zeit mal, dass er so ein geheimes Projekt am Laufen hat und dass er, wenn er mal wieder ein bisschen mehr Zeit hat, sich darum kümmern möchte. Und offenbar ist jetzt, wo das Gemeindezentrum vollständig ist, endlich die Zeit gekommen dafür. Und er möchte uns das zeigen. Da bin ich schon echt gespannt. Wir werden uns das jetzt gleich anschauen. Aber ich möchte erstmal hier, wie gesagt, diesen Angelpunkt hier nutzen. So. Ja. Dann lass mal schauen. So, hier sind wir. Und würden Willi natürlich erstmal ein Geschenk machen. Das ist großartig. Wenn nur Papa noch hier wäre, er wäre sicher total begeistert. Es gibt Gerüchte über ein paar sehr seltene Fische in diesen Landen. Aber nur ein erfahrener Angler hat eine Chance gegen sie. Ja, wir sind ein erfahrener Angler. Du brauchst die feinsten Köder, wenn du seltene Fischer zum Anbeißen bringen willst. Ja, die haben wir auch schon alle, Willi. Da bist du ein bisschen spät. Ne? Ja, dann lass mal schauen. Oha. Was ist das für ein alter Kahn hier? Ei, ein trauriger Anblick, nicht wahr? Sie war das Boot meines Vaters, hat ihm über 50 Jahre lang gut gedient. Aber jetzt kann sie sich kaum noch über Wasser halten. Ich würde sie selbst reparieren, aber ich habe nicht die richtigen Materialien, Bursche. Ei, 200 Stück Hartholz zum Flicken des Rumpfes wären ein guter Anfang. Aber wir müssen auch den Fahrkartenautomaten wieder in Gang bringen. Und den Iridium-Anker reparieren, natürlich aus Iridium, ja klar. Wenn ich die richtigen Materialien in die Hände bekäme und das alte Mädchen reparieren könnte, nun, dann könnte ich sie auf die Ferninseln bringen. Vulkanische Inseln voller seltsamer Papageien, sagt man. Ja, da helfen wir natürlich gerne. Ei, das dachte ich mir, Bursche. Ich lasse diese Tür für dich unverschlossen. Du kannst die Materialien vorbeibringen, wann immer du willst. Cool. Also, der hier. 5 Batterien. 200 Hartholzstücke. Und dann der Anker. 5 Iridiumbarren. Wir haben bisher nicht einen Iridiumbarren. Insofern mache ich mir jetzt keine Hoffnung, dass das irgendwie was wird. Zumindest nicht in nächster Zeit. Aber gut zu wissen, was Willis großes Geheimnis hier war. Aha, da kommen die kleinen Kinderchen. Na, Sam? Oje. Hey, was hast du hier zu suchen? Das ist dein Privatgrundstück. Sam!
Es tut mir leid. Die Jugend heutzutage. Hin und wieder frage ich mich, ob diese Stadt nicht im Untergang geweiht ist. Natürlich haben wir wieder in irgendeinem Busch gewartet. Du hast alles gesehen, Hans. Was sagst du dazu? Sie haben recht, Sam sollte privates Eigentum respektieren. Geben Sie nicht Sam die Schuld, er kann sonst nirgendwo fahren. Ich würde sagen, ich halte mich da raus. Na gut. Dieses Mal sehe ich darüber hinweg, Sam. Aber ich will dich nicht noch einmal dabei erwischen. Verstanden? Ja, ich versprech's. Aber hast du den Trick gesehen? Das war der Hammer. Ach, Sam. Für den habe ich leider nichts dabei. Ah, wir könnten vielleicht mal wieder hier am Auftragsboard gucken. 80 Harthölzer möchte Robin. Und der will immer noch seinen Prismenschleim. Aber ich möchte keine 80 Harthölzer hier investieren. Schau mal, Haley, was ich für dich habe. Oh, das mag ich am liebsten. Jetzt erzählt sie mir wieder, wie ich meine Haare hell bekomme. Ja, Haley müssen wir auch nochmal beschenken. Na gut. Es ist Donnerstag, die Kinder sind nicht mit Penny unterwegs. Wo könnte Penny denn sonst sein? Penny, Penny, Penny. Hier nicht. Da gibt es auf jeden Fall ein Blümchen. Wo könnte der Bürgermeister um die Zeit sein? Frage ich mich. Ist er vielleicht in seinem Haus? Nee. Schaut mal, seine Statue. Er hat sie jetzt hier hingestellt. Ist ja witzig. Tja. Was ist denn das hier? Eine verrottete Pflanze? Welkende Pflanze, okay. Das wollte ich schon immer mal haben. Müll. Ich hätte gerne gefrorene Tränen an eine Kette hängen. Bitte komm heute irgendwann damit vorbei, Demetrius. Aber das ist gar nicht so schlecht. Eine gefrorene Träne für 225 zu verkaufen, ist schon ganz gut. Tja, nur wo ist Penny? Habe ich jetzt nicht irgendwo gesehen? Ach so, ach da, schaut mal, da oben sitzt sie. Jetzt, wo das Gemeindezentrum fertig ist, kann es natürlich auch mal sein, dass die Leute sich da drin aufhalten. So, das findet sie gut. Ich würde gerne etwas gärtnern, aber unser Garten ist so verwildert. Vielleicht wohne ich irgendwann in einem Haus mit einem ordentlichen Garten. Machst du dir Hoffnung? Vielleicht auf einem Bauernhof? Okay. Sie scheint allmählich auch ein bisschen aufzutauen. 7 Herzchen hat sie. Tja. Ach so, irgendjemand hat doch irgendwas hinter dem Gemeindezentrum versteckt, habe ich gelesen. In einem der Hinweise. Ich habe leider keine Ahnung, was ich hier gerade tue. Ich laufe hier einfach nur lang. Hä? Wie soll man denn das finden? Man sieht das doch gar nicht. Oder hatte ich hier schon irgendwas gefunden? Moment mal. Ah, ein Stein-Junimo. Eine kleine Statue offenbar. Na, das ist doch ganz nett. Tag, Demetrius. Leider habe ich deine gefrorene Träne noch nicht dabei. Ich muss jetzt auch erstmal nach Hause. Ich habe ja hier eigentlich noch meinen Hof zu versorgen. Hätte ich beinahe vergessen vor lauter... vor lauter hier rumrennen und so. Mal wieder eine Blume gefunden.
So, was verkaufen wir? Ich würde sagen, den Kugelfisch, weil der ist sowieso nicht besonders nahrhaft. Dann diese Blumen. Die welkende Pflanze ist im Müll. Da werden wir vielleicht mal was draus machen. Muss mal kurz gucken. Was kann ich denn hier noch schön in Dünger umwandeln? So, ich habe mal alle Fische verkauft, die wir jetzt nicht unmittelbar brauchen. Dann würde ich sagen, die Pflanze versuchen wir mal in den Recycler reinzumachen. Das geht nicht. Okay. Dann weiß ich nicht so richtig, was ich damit anstellen soll. Aber wir haben ja hier noch ein bisschen Müll. Der kann auf jeden Fall hier rein. Dann hier haben wir ein bisschen was. Das hier, der Köder kommt natürlich in meine Angel rein. Das hier kann auch weg. Und hier haben wir noch ein paar Sachen, die eigentlich als Geschenk durchgehen. Ja. Dann jetzt noch mal schnell zu den Tieren, die ich heute auch gar nicht rausgelassen habe. Vor lauter Lauter. Ich glaube, die Ziege hat heute sowieso nicht wirklich was. So, die hat gerade keine Milch. Aber die hier schon. Ja, die schlafen jetzt. Da kann ich sie jetzt leider nicht. Kann ich jetzt keine Liebe von denen bekommen. Aber wenigstens noch die Milch. Achso, die hat ja nichts. Richtig. Ich mache das schon mal auf, damit die morgen raus können. Nur für den Fall, dass ich es morgens wieder vergessen sollte. So, dann einmal die Eier eingesammelt. Oh Mann. Das hier. Ja. Nee, das kommt nicht hier hin. Ich war noch nicht beim Garten, fällt mir ein. Da ist hier vielleicht auch noch das ein oder andere reif geworden. Das wird jetzt alles ein bisschen knapper. Oh, achso, und gießen muss ich ja auch an noch eine Reihe. Schnell mal nachholen. Dann sehe ich, hier ist auch wieder ein bisschen Rotkohl reif geworden. Außerdem Pepperoni. So, unsere Fässer sind soweit. Was mache ich da rein? Ich würde sagen, wir machen einfach. Also am besten mache ich halt jetzt irgendwas, wo ich mal ein bisschen was loswerde hier, ne? Dass ich mal ein bisschen weniger habe. Ein bisschen weniger Gedöns hier drin. Nur gar nicht so leicht. Ich würde sagen, wir machen ein bisschen Erdbeerwein. Ja, das hat fast geklappt. So. Dann haben wir hier drüben noch was. Die hier mache ich aber auch mal dazu. Ja, und dann haben wir eigentlich nur noch ein paar Sachen zu verkaufen. Ach so, und ich muss noch was aussehen. Das waren, glaube ich, 4 Stück. 4 mal irgendwas. Sonnenblumen vielleicht.
So. Tja, jetzt weiß ich immer noch nicht so richtig, was ich mit dieser blöden, welkenden Pflanze machen soll. Und diese eine Statue, ich weiß nicht so richtig, wohin damit. Mit diesem ganzen Zeug. Wir machen das jetzt hier hin. Das hier wird verkauft. Was ich hier noch habe. Na, wobei, den Käse hätte ich jetzt auch irgendwie anderweitig noch Verwendung. Und das hier nehmen wir noch mit. Na, hier hin. Ja. So. Dann sortiere ich die Sachen jetzt nochmal schnell unten hier in die Kiste rein. So. Und dann gehen wir schlafen. Ja, ich habe jetzt von dem Tag auch nicht so viel erwartet, ehrlich gesagt, finanziell, weil da hätte ich mich jetzt schon ein bisschen mehr reinhängen müssen. Aber gut, der Fisch hat sich schon wieder ganz gut gelohnt. War schon nicht schlecht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut, eure Miri.